Ich grüße euch, Servus. Mal wieder was hochladen, habe ich mir gedacht. Halbstündle. Oh, ich sehe gerade, Frontline ist vorbei. Tja, ich habe ein bisschen Kohle gemacht. Ich habe den hier kann ich mir jetzt eigentlich leisten, aber ich muss hier noch die Jungs vorher erforschen. Und bei dem hier fällt mir noch das hier. Ja, ein bisschen Erfahrung. Habe ich nicht mitbedacht. Ja. Weil dann kann ich gerade so durch. Weil das habe ich alles schon erforscht mit Blaupausen. Ihr seht es hier 0%. Aber hier beim 7er Panther bin ich hängen geblieben. Ha, scheiße. Aber gut, so ist das Leben. Es gibt Schlimmeres. Ja. In Zeiten von Corona, heute haben bestimmt viele von euch frei. Moment. Keine Schule. Oder schaffen nicht in medizinischen Berufen, wo man Homeoffice machen kann. Ich habe leider das losgezogen. Ich schaffe einen medizinischen Beruf, aber gut, es ist halt so. Wir werden jetzt momentan ziemlich gefordert. Dann bin ich jetzt ganz froh, dass ich kurz eine halbe Stunde mal Zeit habe. Ich schaffe es heute Mittag. Und hab ich gedacht, komm, lädst du noch ein paar Ründchen hoch. Ja, ich will Corona jetzt nicht runterspielen, aber ich denke. Geht ja immer um Ziffern, um Dunkelziffer und wie viele betroffen sind und wie viel. Ich glaube, dass die Dunkelziffer extremst hoch sind, ist, weil viele gar nicht zum Arzt gehen. Also ist nicht, ich denke, das ist nicht ganz so schlimm. Es geht immer um die Sterblichkeitsrate. Man sagt, spricht ja von so 3% und die normale Grippe hat 0,1 bis 0,5, glaube ich. Und ich glaube, dass die Sterblichkeitsrate wesentlich geringer ist, dass die vielleicht auch bei 1% circa liegt. Das ist immer noch 10-mal höher oder so wie die normale Grippe, aber eben, wie gesagt, es rennt nicht jeder zum Arzt. Also beruhigt euch alle mal ein bisschen. Wir haben gerade, glaube ich, eher so eine kollektive Panikattacke in Deutschland oder europaweit, weltweit. Ich meine, es ist wichtig, dass man so ein paar Dinge einhält, dass man sich die Hände wäscht, wenn man heimkommt, dass man sich nicht dauernd im Gesicht rumkrapscht. Das sind so Selbstverständlichkeiten. Also gerade wenn man nach Hause kommt, dass man sich gründlich die Hände wäscht. Also ich weiß gar nicht. Na gut, scheinbar nicht für jeden. Und dass man halt jetzt ein bisschen Abstand hält von anderen. Ne? Ich glaube, sie haben von 2 Meter gesprochen. Gut, in meinem Job schwierig. Ich schaffe im medizinischen Bereich. Aber, so ist die Empfehlung. Immer schön die Hände waschen. Es ist viel effektiver, als irgendwelches Desinfektionsmittel drauf zu schmeißen auf die Hände. Es gibt nämlich auch so Leute, die denken, wenn sie sich die Hände desinfiziert haben, jetzt brauche ich nicht mehr Hände waschen. Nee, Pustekuchen. Es ist viel wichtiger, sich gründlich die Hände zu waschen. Merkt euch das. Es ist wirklich viel wichtiger. Wir haben links einen Spot, jetzt muss ich mal kurz mal schauen. Können wir ein bisschen vorfahren. Ja. Kommst du? Und ich denke mal, wenn man das einhält, so diese grundsätzlichen Dinge, auch in die Beuge niesen oder husten. Dann denke ich, kommt man gut durch die Krise durch oder man kann es zumindest verlangsamen. Ich denke, wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir es nicht kriegen. Ich denke, es werden fast alle kriegen 70%, ist glaube ich die Zahl. Aber es ist eben die Frage, dass sich das langsam ausbreitet, damit das Gesundheitssystem, in dem ich auch arbeite, habe ich ja schon erwähnt, nicht ganz überlastet ist. Ne? Jetzt geht der Herr Baguette. So ist es. Also entspannt euch alle mal ein bisschen. Haltet diese Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut ein. Wenn ihr euch übrigens informieren wollt, geht auf solche Seiten. Geht nicht auf irgendwelche ominösen Online-Portale oder YouTube-Seiten, so wie meine. Nein, ihr wisst, was ich meine, sondern sucht euch seriöse Quellen. Wirklich seriöse. Jetzt bin ich, glaube ich, tot. Ja. Seriöse Quellen. Wo ihr. Jetzt bin ich wirklich tot. Okay, wo ihr euch informieren könnt.
Ganz wichtig. Also es gibt hier solche, solche gefakten Seiten. Auch gerade über WhatsApp kommen viele Nachrichten und Fake News. Glaubt diesen Scheiß nicht. Geht auf das Robert-Koch-Institut, auf die Seite. Schaut bei den großen Medien, auch wenn viele sagen, oh, die verarschen uns nur. Nee, schaut dort, okay? Schaut euch seriöse Medien an. Haltet euch an die Vorgaben, die gemacht werden. Empfehlungen, Hände waschen, Leute nicht zu nahe kommen. Nicht solche bösen Sachen in den Chat schreiben wie links. Na, und dann denke ich, geht das einigermaßen an uns vorübergehen. Und das Gesundheitssystem ist nicht überfordert. So, gut, das war eine super Runde für mich. Ich sollte, glaube ich, nicht so viel reden beim Spielen. Dann spiele ich noch schlechter. Ist egal, es war mir wichtig. Ich muss ja auch mal was vom Stapel lassen. Ne? Zum Thema Corona. Wie gesagt, was mich jetzt, also mich persönlich, ich rede jetzt nur von mir, was mich am meisten, nur noch so viel zu dem Thema, ja, und dann höre ich auf. Was mich am meisten, sagen wir mal, beruhigt in dem Thema und ja, ist, dass erstens mal jetzt die Grenzen geschlossen sind zur Schweiz, dass die jetzt ihre eigenen Nudeln kaufen müssen. Nein, das war Spaß. Aber die Grenzen sind geschlossen worden. Wisst ihr, wie schön ruhig das jetzt ist? Jetzt gehen die ganzen Deutschen einkaufen. Egal, ist das die Dunkelziffer? Also im Gegensatz zu der Todesrate, da kannst du gerade mal noch eine Null dranhängen. Also die, ich glaube nicht, dass die Mortalitätsrate, so heißt die dann, diese Todesrate, dass die nicht bei 2 oder 3% liegt. Ich glaube, dass die bei 1% liegt. Natürlich ist dieses 1% auch zu viel. Ne? Darum ist es wichtig, dass ihr auf euch aufpasst. Und es ist auch wichtig, dass man jetzt die Alten und die Kranken einfach schützt. Es gibt ja in einer gewissen Herde immer Schwache und Kränkliche und Angeschlagene. Die muss man einfach schützen. Das gleiche Prinzip wie von der Impfung. Aber gut, jetzt lassen wir das, sonst wird es hier noch ein Medizin-Referat. Aber bei der Impfung ist es ähnlich. Gerade bei der Masernimpfung. Umso mehr sich nicht impfen lassen, jetzt geht es ja doch, jetzt ist egal. Umso mehr sich nicht impfen lassen, umso mehr betrifft es dann die Leute auch, die bekommen die Masern dann, die sich aus irgendwelchen medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Und so ähnlich ungefähr zum Verständnis ist es bei diesem Corona. Haltet die Hygienevorschriften oder Maßnahmen ein, dann schützt ihr auch die Alten und die Kranken. Dieses 1%, was dann sterben würde. Ne? Gut. Genug gelabert. So. Ich trinke jetzt mal einen Schluck Kaffee und chill eine Runde. Guck mal das an. Ob die alle hinfahren? Die einen sagen auch, juhu, da gibt's was umsonst. Ah, da gibt es Schwedisch und Italienisch. Ah, Italienisch habe ich momentan keine Lust, wisst ihr? Egal. Schlechter Witz. Oh, warte mal, ich glaube, wir gehen zur Base zurück. Das ist immer mein Thema hier. Ich bin Teamplayer, ich versuche es zumindest. Ich gucke immer, wo ich gebraucht werde. Egal, ich gehe halt drauf, ist mir auch egal. So spiele ich dieses Spiel seit 9 Jahren recht erfolglos, also von dem her. Aber ich fühle mich manchmal gut. Manchmal geht meine Taktik auch auf. Und ich kann es retten. Dann fühle ich mich einfach besser. Das ist mein Helfersyndrom, Leute. Aber die Leute die Fans meines Kanals wissen, dass ich dieses Helfersyndrom habe. Und das werde ich auch nicht abstellen können. Zack, wir werfen den Baum um. Zusätzliche Tarnung. Schau mal. Na gut, wir gehen noch hinter den Busch. Und dann gehen wir buschen. So, jetzt bleiben wir aber stehen, damit unser Tarnwert noch besser wird. Also ein bisschen. Ich kann nicht anders. Der Tiger 1 opfert sich. Ich glaube, der schafft auch im medizinischen Bereich. Aber wir schreiben um Hilfe, oder? Ah, wer kommt denn da? Ja, ich sehe ihn, komm. Eins nicht sterben. Didi. Ach, ich werde jetzt auch sterben, ist mir egal. Vielleicht kann ich. Ey, Leute. Das ist nicht schön. Ach, Mann. Ist aber nett, dass du auch kommst.
Who is the next? Bitte vortreten. Nur mal ein bisschen rumzotteln, zu sehen, ob du ihn reinkriegst. Aber ich glaube. Ah? Ja. Oh! Oh, hallo! Ja, jetzt ist gut. Lass mich wenigstens einmal treffen. Lad nach. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Scheiß Helfer-Syndrom. Bisschen. Ne, ich bin zu. Bin weit genug weg. Ich krieg hier nicht rein, Bürschchen. Komm doch raus. Ja. Ah, ich hätte ihn tracken müssen. Aber gut, ich bin ja froh, wenn ich den T10 überhaupt penetriere. The next. Der ist tot, der T10. Komm hoch, Italiener. Siehst du, und jetzt fühle ich mich schon besser, weil diesmal mein Helfer-Syndrom gut gegangen ist. In 90% geht's, in 90% der Fälle geht es nicht gut, aber diesmal hat er sich jetzt verzogen. Eine Runde Spaghetti kochen. Oh, ich liebe Spaghetti Bolognese. Was ist euer Lieblings-Spaghetti-Gericht? Also ich mag Spaghetti Bolognese am liebsten. Oder Aioli ist auch nicht schlecht, ne? Okay, ich fahr mal vor. Mir ist egal. Aber wenn ihr ein gutes Rezept für Spaghetti sucht, fragt mal einen Erik. Das ist unser, unser Rezept-Spezialist. Nein. Ich will diesen Progetto. Komm mit, AMX. Hey Jungs, jetzt könnte mir mal jemand helfen. Ah, Mist. Steht da an der Kuppe, ne? Ja. Habe ich den noch rausgenommen? Ich glaube, ne? Ja, ja, ich habe ihn noch raus. Ich war das. Ich habe ihn raus. Ich red mir jetzt ein, ich habe ihn rausgenommen. Ist der. Das ist wieder intensiv heute. Na, ja, ja. Seht ihr? 1200 in der Super Hellcat. Und einen guten Kaffee. Und das Helfer-Syndrom hat gefruchtet. Und ich fühle mich gut. Ist es nicht toll? So, aber der Progetto. Ach, der AMX hat sich jetzt entschlossen, zu sterben. Okay, ja. Captain ist gut. Kong kommt auch rein. Wunderbar. Ich denke, das ist durch. Jupp. Okay, der Progetto scheint sich nicht ganz gut zu fühlen, würde ich mal sagen, wenn ich sehe, was er gerade macht. Aber egal. Ah, jetzt hat er es gemerkt. Aber wahrscheinlich ist er noch durchgefahren. Okay, ich gehe mal raus hier. Ich will noch ein Game hochladen. Also noch ein Spiel. Oh, hier zuzugucken, wie sie durchkämpfen, ist ja auch uninteressant. Das schafft nicht mal ein Progetto in der Zeit, darüber zu fahren. Ach je. Wo sollte es alles nur noch enden? Ich sag's euch. Ah, sehr schön. Gewonnen. Okay. Wir wenden es an. Haha, ich bin schön zerrupft worden, oder? Ja, das ist Leben. Und noch ein Sieg. Hey, heute läuft die Uschi. Gewinnen Sie zwei Gefechte, aha. Oh, zweite Klasse, immerhin. 3000, anwenden. Mhm. Ja, seht ihr? Ich habe ihn rausgenommen, den T54. Just in dem Moment, wo ich auch gestorben bin. Alles klar. Okay, noch eins, okay. Kann mir mal jemand erklären, was das bedeutet hier? Das ist doch dieses neue Ding, oder?
da gibt es doch diese neue. Ach, ich verfolge die Nachrichten gar nicht mehr hier im Spiel, bin überhaupt nicht informiert. Da gibt es irgendwas, wo du so, keine Ahnung, wo du einen Superkong kriegen kannst. Den habe ich ja schon. Oder, ja. Ach, ist mir auch egal. Ich verfolge momentan eben die anderen Nachrichten, wie 90% der Leute. Komm, wir fahren mal. Wen fahren wir denn jetzt? Was anderes, ich fahre immer den gleichen Scheiß. Ich brauche Erfahrung. Umwandeln. Ich habe keinen Bock, Geld auszugeben für das Spiel. Na gut, dann mache ich halt. Ich brauche Erfahrung für diesen Panther. Wisst ihr ja noch vom Anfang, ne? Mann, ich habe so viel Panzer. Wolle, falls du dieses Video siehst, guck mal, wie viel Panzer ich habe. Ach, komm, wir fahren den Ami. Na toll. Na toll. Na toll. Na toll. Na toll. Jesus, Maria und Josef. Das willst du einfach. Genau. Das brauchst du auf Lakeville. 2 Ati. 10er. Ein 10er EBR. Noch ein 9. Ach du Scheiße. Okay. Wo gehen wir campen? Schauen wir mal. Das Übliche würde ich sagen. Das Übliche heißt rüber. Die Heavys ein bisschen supporten. Als Low-Tier braucht man sich nicht irgendwie irgendwas auch nur entfernt einbilden, irgendwas wuppen zu können. Sondern du fährst einfach mit deinen Heavys mit. Bist so ein bisschen die Nadel, die ein bisschen piekst manchmal, aber nur pieksen. Und supportest deine Heavys. Ne? Krieg ich nicht rein, oder? Ah. Turm nach links. Falls von links ein Schuss kommt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass er die Aua macht. Ah, Standard. Okay, du fährst auch wieder letzte. Der Standard hat mich irritiert. Der Standard ist schuld. Na, will nicht so in den Busch fahren, weil es gibt ein paar, wie sagt Skillfoto, Buschflankers. Die sind bekannt bei manchen guten Spielern und ich will nicht zu denen gehören. Weil manchmal hat man Pech und wird dann per Blindshot rausgenommen. Ah, jetzt haben wir keinen Spot mehr in der Mitte. Keinen Spot auf Lake will in der Mitte haben, ist eigentlich schon gelaufen. Das ist tödlich. Das war's schon, denke ich. Obwohl. Sind wir mal optimistisch. Wir sind ja auch optimistisch in der Corona-Krise, aber du bleibst bitte jetzt da stehen. Jawohl. Zeig mal deinen Arsch, Baby. Ist doch scheiße mit diesen Stritz. Ich mag diese Stritz übrigens nicht. Ich kack dir aufs Dach. Tschüss. Ach du Scheiße. Himmel! Jungs! Kann ich den irgendwie ketten? Ich muss hier Licht machen für mein Team. Ganz, 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 ganz wichtig. Wenn ich sterbe, ist es aus. Ich kette ihn mal. So, zeig mir mal deinen Coppola, komm. Jetzt kommt der Scheiß-EBR.
Arschloch. Ah, fuck. Kreuzfeuer des Todes und der Standard steht halt einfach in der Ecke. Jungs und Mädels. Mehr wie Licht kann ich machen. Was ist das für ein Text hier? Das ist eigentlich egal. Guck ihn dir an. Tja, jetzt musst du dir selber Licht machen, Progetto. Top Tier. Egal. So ist das Leben. Random. Jetzt ist es gegangbankt, mein Freund. Das ist so ein typischer W8 Stats Pattern, W8 Sniper. Er sieht sofort, dass das Spiel im Arsch ist. Die Typen, die gucken halt dann meistens nach sich und versuchen auch ihre 3.000-4.000 rauszuholen, damit sie ihre Eier rausholen können und... Sorry, ich habe mich wieder gehen lassen. Aber eben, das ist so. Die sagen, oh, bin ich so ein guter Spieler, immer viel Damage, Ja. Aber das sind keine Teamplayer in der Regel. So ist es. Oh mein Gott, Paracho-Kaffee. Die kannst du vergessen, kannst du alle in die Tonne kloppen. Also, es ist nicht jeder so. Aber so ist es halt. Man muss es akzeptieren. Ah, guck mal da. Lass uns den mal anschauen. Ja. 8000er Wertung. Jetzt wisst ihr, von was die kommt. Guter Spieler, sehr guter Spieler. Ja. Gucken wir mal. Ja. Aber im High-Tier-Bereich höchstens erste Klasse. Auf dem T110E5 hat er einen Panzer aus, das war's dann. Ja, ich denke mal, er fühlt sich auf Tier 7 und Tier 8 zu Hause, da hat er seine Panzerasse. Tier 7 macht er Panzerasse, ja, ja. 5er spielt er gern. So ein typischer Stats-Patter, oder wie man die nennt, ne? Ja. Seht ihr das? Was spielt er denn am allermeisten? Ja, ist jetzt gut. Ja, immerhin. Okay, und dann geht's aber hier mit dem Cromwell, hat er viele. Er spielt recht viel durcheinander. Ja. Naja, so ist es halt. Ist halt so. Kann man nicht ändern. Gut. Hey, ich habe 4000 in die Spardose. Jawohl. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Gell? Also, wie gesagt, das war meine Meinung zu Corona. Jetzt hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt. Und falls ihr krank werden solltet, bleibt wirklich daheim. Und geht nicht raus, schützt die Immunschwachen und die Alten. Wirklich, wenn es heißt, bleibt daheim, 2 Wochen Quarantäne, dann bleibt doch daheim und schaut, wie sich das entwickelt oder kuriert eure Erkältung aus oder Corona oder was weiß ich. Geil. Aber wie gesagt, nicht allzu panisch werden. Ich denke, das bringt keinem was. Es kommt, wie es kommt. Wir können es eh nicht ändern. Ne? Wir können nur den Schaden ein bisschen minimieren und verzögern. Ne? Okay, das war das Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch eine coole Woche und ja, ich denke mal, viele haben jetzt frei. Sieht es auch hier. Normalerweise sind nicht so viel online um die Zeit. Ich muss jetzt arbeiten gehen. Und wie gesagt, man sieht sich. Gell? Vielleicht auf dem Schlachtfeld. Oder sonst wo. Und falls ihr einen Clan sucht, schreibt mich an. Und dann schauen wir mal. Okay, bis die Tage. Bleibt gesund. Ciao, ciao.